Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch oder schon wieder auf Kumanjagd. Diesmal aber in Ushize. Und hier vorne ist ein Wald, in dem sich diese Kuman halten sollen. Wow! Gebiet erreicht, vorne ist schon gleich ein Zeltplatz. Ich glaube, ich brauche meinen Bogen. Ich glaube, ich habe getroffen. Okay. Der kleine Schuss in die Hüfte hat nicht gereicht, um ihn zu stoppen. Aber der hier. Ja, die merken schon, auf offenem Feld sind die mir unterlegen. Vorausgesetzt, ich treffe. Das alte Problem. Okay, der hat gepasst. Der hat auch gepasst. Ein schöner Treffer ins Bein, er wird tatsächlich langsamer dadurch. Habe ich jetzt wieder das Bein erwischt oder? Dinger vorbei. Ja, der ging auf jeden Fall vorbei. Gefällt. Immer so drüber geritten. Ah, die Düsenflieger sind gerade wieder über dem Haus unterwegs. Das war der Anführer, das war's schon. Ich könnte mich jetzt quasi davon machen. Ich nehme hier noch die Silbersporen mit. Anführerhelm, weil der so schön teuer ist. Puh. Das war fast schon wieder zu einfach. Aber wehe, die kriegen mich mal vom Pferd gepflückt oder sowas. Dann habe ich ein Problem. Ja, an wertvollen Gegenständen hat er auch nichts mehr. Das heißt, wir können uns jetzt gleich mal noch mit dem anderen im Lager balgen. Und ich weiß, dass da noch einer ist. Den hatte ich nämlich gerade weggehen sehen. Da ist er. Da ist er. Okay, das war nicht gut. Okay, das ist besser. Das war viel besser. Jetzt können wir ihn endlich mal ausschalten. Auch wenn jetzt noch der zweite dazukommt, das stört uns nicht. So, der geht jetzt wieder zurück. So, hier schnappen wir jetzt noch ein Ohr. Und ein paar Pfeile, die ich schon verschossen hatte. Und der Rest ist wieder relativ unnötig.
glaube, ich habe sein Schild getroffen. Oh. Das war Glück. Da habe ich unglücklich gezuckt oder glücklich gezuckt und habe ihn tatsächlich erwischt. Wir nehmen die beiden Pfeile, die ich verschossen habe. Der erste hat also auch getroffen. Und jetzt mal schauen, was sie hier noch für mich übrig gelassen haben. Wahrscheinlich wieder eine Truhe, die ich nicht aufkriege. Ganz im Gegenteil, eine offene Truhe. Da lebt jeder auch einzeln. Ne? Hier ein Zeltchen, da hinten ein Verschlag, da unten nochmal ein Verschlag. Hat einen schönen Abstand zueinander. Hätte ich so jetzt nicht gedacht. Aber gut, unser Auftrag ist erledigt. Wir können wieder zurück nach Thalmberg. Den Bogen kann ich auch mal wieder wegmachen. Leichen pflasterten seinen Weg. Ja, das Problem ist, ich kriege ja immer mehr wertvolles Zeug dazu. Es ist nicht besser, aber es ist eben noch wertvoll. Und deshalb ist diese Gier da, das Zeug zu plündern. Naja. Wie reite ich jetzt am besten? Um nach Thalmberg zu kommen. Sehr gut, Burak. Ich glaube, ich bleibe auf diesem Weg und versuche mich dann halt irgendwann nach Süden zu richten. Da ging es nach Süden. Durch diese hohle Gasse werde ich jetzt gehen. Ach ja, da bin ich wieder bei dem Lager, das ich letzte Folge kurz gesehen hatte. Das war irgendwie nicht das Ziel. 3D schon wieder querfällt ein. Ich wollte das doch nicht mehr. Na gut, was soll's. Ja. So, ich glaube, ich habe einen richtigen Weg gefunden. Sehr schön. Diese Dame, die da vorbeiläuft. Aber es ist eine Wandersdame. Ja. Die hat nicht allzu viel mit mir zu tun. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, das Schlimme ist, es ist ja noch nicht mal ein Tag vergangen. Das heißt, selbst der Händler da hinten hat noch nicht mal seine Sachen verhökert und irgendwie nochmal Geld generiert. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, stimmt. Du solltest aber mal die anderen sehen. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das sind gute Neuigkeiten. Ein paar Köhler aus dem Lager im Süden waren hier. Wie es scheint, haben sich ein paar Kumanen dort entlang des Weges breit gemacht und Leute angegriffen. Kümmere dich darum. Ich verstehe. Das hört ja gar nicht mehr auf mit diesen Aufgaben. Ich habe Trophäen. Zeig her.
Gute Arbeit. So verfährt man mit Schurken. Lebe wohl. So, und wieder raus. Eieiei. Und noch ein Köhlerlager. Und noch eins. Habe ich den Helm schon? Sieht mal so aus. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Hatte ich schon. So großartig. Mir das. Wie es scheint, können wir endlich durchatmen. Es gibt keine Anzeichen auf weitere Kumanen in der Gegend. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Vielen Dank, Hauptmann. Aber es wäre eine Schande, dein Talent nicht zu nutzen. In Sasau sollen die Straßen noch unsicher sein. Und in der Gegend um Scarlitz ebenso. Räuber sollen dort ihr Unwesen treiben. Ich kümmere mich gerne darum. Gut, in Sasau musst du dich aber zuerst bei Herrn Sebastian melden. Er ist der Kustos des Klosters und für die Sicherheit der Region verantwortlich. Er wird wissen, wo die Schurken zu finden sind und sich über einen Helfer freuen. Verstanden, Hauptmann. Ich breche gleich auf. Lebe wohl. Ach ja, und so wird man von A nach B weitergereicht. Aber Sasau, das klingt doch mal spannend. Ein neues Ziel. Ich müsste ja eigentlich noch bei der Herrin Stefanie vorbeischauen. Die hat ja auch nochmal eine Aufgabe für mich. Will ich das im Moment? Ich glaube jetzt eher eigentlich nicht so. Nicht so dringlich. Kurze Überlegung. Was sagen denn meine Aufgabenbücher? Die Wege des Herrn. Ach ja, den Hinkenheinz, stimmt. Vergeltung. Die Banditen. Genau, hier, Stefanie. Soll mal hin. Was soll der Scheiß? Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Ach Gott. Wo kommen denn die ganzen Aufgaben her? Ist ja barbarisch. Was wollte eigentlich er? Ach ja, der wollte sein Pferd haben. Muss ein ganz besonderes sein. Nicht irgendeinen alten Klepper, den ich mir gekauft hätte, um ihn zu verschenken. Nein, es muss ein ganz tolles sein. Ich habe eine ganz andere Idee. Den Schreiber dazu, dir zu helfen. Ja, das können wir mal machen. Obwohl, wenn wir sowieso wieder durch die ganzen Landen reisen, gut, Herrin Stefanie, sie bekommt ihren Willen, sie bekommt uns zu Gesicht. Glück und Gesundheit, Heinrich. Ja, das könnte ich gebrauchen. Glück und Gesundheit. Zwei fehlende Attribute. Ach, die wurden noch etwas höher. Ich erinnere mich jetzt. Da müsste sie zu Hause sein. Und sie schläft schon. Aufwachen, Frau Stefanie. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Wenn ich so frei sein darf? Was? Wir können uns tatsächlich helfen lassen? Ja. Dann, wenn ich so frei sein darf? Werte Herren, wenn ich so frei sein darf, hier. Heinrich, mein Junge, welche reizende Geste. Hab vielen Dank, Sie sind wunderschön. Was habe ich jetzt gemacht? Hatte ich nicht irgendwann mal Blumen gesammelt? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe irgendwann Blumen gesammelt für den Herrn Capon. Die hatte ich noch im Inventar. Jetzt habe ich die anscheinend an der Frau Herrin Stefanie geschenkt. Na gut, ich hörte, du willst mich sprechen. Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie. Und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich?
Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Ach, Mist. Na gut, es wäre mir eine Ehre. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Okay, wo finde ich denn genau den Wein? Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Oh gut, wir werden links dafür bezahlt. Was ist mit dem Diadem? Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben, aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Alles klar. Und was ist mit dem Pferd? Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Okay, wird alles erledigt. Wieso kann ich am Wein nochmal fragen? Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ach so, ja, weil ich das letzte Mal Geld gekriegt habe. Da, jetzt passt schon. Ich werde alles erledigen. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Alles ja, Gute. Wäre natürlich prima, wenn ich jetzt nochmal fragen würde, was soll ich nochmal für dich machen? Von wegen Vertrauen. Sei es drum. Ja. Drei Orte. Uschitze. Dann... Was zum Teufel? Was noch? Den Wein aus Ratai. Nach Ratai wollte ich sowieso. Und... Ach ja, Sasau. Da wollten wir auch irgendwann mal hin. Jetzt müssen wir es sogar... Gott schütze dich. Wo fange ich am besten an? Ich glaube, das C, das so schön vor sich hin leuchtet, das nehmen wir jetzt als erstes. Ja. Das wäre Uschitze, Stelle. So, hin und zurück. Ja, und hier durchs Gehölz. Ich wollte eigentlich die Wege benutzen. Aber ich mag direkte Wege. Also kurze Strecken und so. Ja. So, nehmen wir den Trampelpfad hier. Tun wir so, als wäre das Absicht gewesen. Ah, jetzt wird's dunkel. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das heißt, ich komme wahrscheinlich zu spät, um vor Tageswechsel die Aufgabe zu erfüllen. Ach ja. Und jetzt sag noch sowas wie, es muss Krapfen sein. Ha, das wär's jetzt. Wenn ich jetzt Krapfen, den ich ja irgendwann mal gefunden habe, ich muss erstmal mit dem Gutsbesitzer sprechen. Ich kann nicht einfach Krapfen abholen. Ja, ich weiß, ich bin hier nicht willkommen, aber dann darf sich der Typ hier nicht einfach verstecken. Du hast hier nichts zu suchen, verschwinde!
Na gut. Hilfe? Hörst du mich? Ja, ich gehe ja schon vor die Tür. Sag mal, wieso kommt der nicht auch mit raus? Jetzt kommen die Wachen. Da kann man noch den Kopf schütteln. Und ihn interessiert es keinen Schlag, ne? Das ist so typisch. Das Schlimme ist, ich habe kein Licht. So, jetzt sehe ich endlich wieder, wo ich hin muss. Aufstehen. Bevor deine Frau zurück ist. Was willst du hier? Hau ab! Unkooperatives Pack. Könntest du mich nichts nach außen beleidigen? Nein, nicht zumachen. Ich wollte. Hey, du! Halt! Ja, ich ergebe mich. Dich. Du bist ein Verbrecher und wirst ver. Was? Lungert hier rum, wo er nichts zu suchen hat und ignoriert die Warnung? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Ja, das kann ich mir leisten. Also, zahlen. Verflucht. Hier hast du das Geld. Also gut. Aber sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Ja. Gibt's hier irgendwo einen Schlafplatz? Oder muss ich mir jetzt auch noch einen bauen? Nee, es gibt hier nicht mal einen schönen Schlafplatz für mich. Na gut, Burak. Dann müssen wir zuerst zum Gasthaus reiten, dort nächtigen. Dann kommen wir wieder zurück. Und sprechen mit dem Gutsbesitzer. Ha. Jetzt hätte ich nichts anderes zu tun. Ja. Kann man ja nur hoffen, dass man nicht so spät hier anreist, dass die Leute jetzt schon wieder, ich habe doch extra langsam gemacht. Was will die denn? Gespenstig sah das aus. Ja. Egal. Sammeln wir uns einmal bei ihm. Gott sei mit dir. Gibt's was Neues? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Das stimmt. Ich brauche einen Schlafplatz. Hast du ein Bett für die Nacht? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Ich könnte mich Monate hier einmieten vom Geld her. Ich brauch's aber nur für eine Nacht. Nur die eine Nacht. Kein Problem. Aber du zahlst im Voraus. Tja, da falsche ich nicht mal mehr. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Da bin ich gespannt. Lebe wohl. Ich glaube, das war da oben irgendwo, oder? Genau, und hier ist mein Zeug. Alle Bücher, die ich schon gelesen habe. Ja, ich lasse das erstmal mit dem da reinlegen. Die Bücher bleiben drin, den Rest machen wir ein andermal. So, wir sitzen bequem. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, noch das ein oder andere Buch zu lesen. Kunst des Aufbrechens. Na, das ist ein Lesewerk, das wir auf jeden Fall mal uns reinziehen müssen.
In 3 Stunden sind wir durch. Vielleicht kriegen wir jetzt die ganzen Schlösser auf, an denen wir vorher gescheitert sind. Die Kunst des Aufbrechens war ein Jagdbuch. Ein nützliches Verfahren aus Polen, bei dem man einfach um den Anus herumschneidet und nachdem man die Bauchhöhle geöffnet hat, wie bei uns weiter verfährt. Außer, dass die Polen den extrahierten Anus dann durch das Körperinnere herausziehen. Ja, gelernt haben wir's. Echt jetzt? Das sind alle meine, der Traum des Alchemisten, das ist bestimmt ein Lehrbuch. Bleib sofort sitzen. Wer weiß, warum er aufgestanden ist, aber ich wollte eigentlich den Traum des Alchemisten lesen. Ruhe und Frieden. Daheim genug Quecksilber und ein Überfluss an Blei. Zeit, Gold zu machen. 2 Stunden sind wir mit dem Buch durch. Ja Mensch, Heinrich. Ich glaube, ich brauche nochmal 2 Stunden Schlaf und dann Alchemie und Lesen. Jetzt sind wir noch besser im Lesen. So, jetzt aber schlafen. Ja, ein bisschen Energielosigkeit können wir uns noch vertragen. Wir brauchen aber bald wieder was zu essen. Dann hoffe ich doch mal, dass ich wieder an einem gut gefüllten Topf vorbeikomme. Und die Fackel aus. Ups. Ich wollte eigentlich Leiter runterklettern, nicht springen. Und tatsächlich, mal wieder ein unbewachter voller Topf, den ich zu einem leeren verwandle. Wie ein Magier. So, dann holen wir uns noch mal das nette kleine Pferd. Ich fände es jetzt echt drollig, wenn ich den Krapfen da hinschleppen muss. Da ist die Ranch. Und da ist der Pferdewirt. Bist du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute! Entschuldigung, war keine Absicht. So, Stallmeister. Glück und Gesundheit. Ich suche den Stallmeister. Na, den werde ich wohl gerade gefunden haben. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Was kann ich für dich tun? Herrin Stefanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast dir ein Pferd für sie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine Lamm fromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Was soll ich tun? Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit
Dietrich hat alles vorbereitet. Okay. Alles Gute. Dann suchen wir ihn mal, den Willibald. Da oben steht er. Ja, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.